Hallo ihr Lieben, das ist eine neue Folge. Es geht weiter mit der Roten Beete, schon der zweite Teil. Und ich bin bei mir zu Hause, wie man ein bisschen erkennen kann oder sich denken kann wahrscheinlich. Ich bin auch nicht alleine. Hinter der Kamera ist die liebe Anna, meine Herzdame. Und wir gehen beim Thema Entsaften bei und werden alles mal testen. Wir wollen auch noch mal testen, wie die Rote Beete schmeckt beim Essen und beim Entsaften. Und da könnt ihr jetzt dabei sein, also bleibt dran, seid gespannt. Das Entsaften machen wir, wie gesagt, nicht das erste Mal. Deswegen haben wir da schon ein Rezept, das haben wir uns so zusammengedacht und zusammengewürfelt. Und das hat uns am Anfang sehr gut gefallen. Ist sehr, sehr lecker, kann ich euch empfehlen. Und für diese Geschichte brauchen wir folgende Zutaten. Wir fangen an mit roter Beete. Dann brauchen wir Orangen. Dann brauchen wir eine Gurke. Dann noch Äpfel, Tomaten. Dann noch Ingwer. Und der Knoblauch darf auch nicht fehlen. Gut, das sind jetzt die Zutaten und wir legen einfach mal los. Hier finden sich dann nochmal die ganzen Zutaten. Rechts angefangen rote Beete, die Gurke liegt davor. Da haben wir Äpfel, die geernteten Tomaten, Ingwer, Knoblauch und Orangen. Fast alles aus dem Garten, ne, ich sag mal die Hälfte, aber immerhin. Und das Ganze wird jetzt erstmal klein geschnippelt. Wir haben jetzt schon ein bisschen vorgeschnippelt, damit wir gleich nicht ganz so viel Arbeit haben und das für euch auch nicht zu lang wird. Deswegen, das ist schon das Ergebnis. Und ich lege jetzt los und werde das alles mal kleiner schneiden. Wie viel wollen wir denn davon? Die Hälfte von der Hälfte. Guckt euch das an. Geil. Soll ich vorkosten? Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Fast 15 cm rote Beete aus dem Rote Beete-Beet, aus dem erfahrungsgemäß die Rote Beete etwas erdiger schmeckt. Mal gucken, wie es sich bei dem hier jetzt herausstellt. Die geht voll klar. Bist du überrascht? Mhm. Die ist hammer lecker. Sehr fruchtig. Sehr, sehr lecker. Das ist dein Stück. Habe ich jetzt im Rest? Wir sind total begeistert. Die ist viel saftiger und knackiger als wir dachten. Wird bestimmt an einigen Stellen ein bisschen verwurzelter sein. Also hier fasiger, wie sagt man, holziger. Das kann man auch sehen, wie hier. An diesen Stellen. Das spüre ich sogar. Aber als Resümee zum Naschen immer noch geeignet. Also das lohnt sich, die Dinger so groß werden zu lassen. Also auf jeden Fall abgelesen an dieser einen. Okay, weiter geht's. Das kommt jetzt alles dort in die Schüssel rein. Als erstes die rote Beete. Die kommt als letztes, weil es verstopft ganz gerne in den Saft an. Da muss man ein bisschen aufpassen. Dann wollen wir die Gurken haben. Dann die Tomaten. Die Orangen. Und Ingwer und Knoblauch lassen wir hier liegen, das fällt ja sonst nach unten durch. Das machen wir dann zum Schluss. Das ist jetzt die Ausbeute und jetzt geht's ans Entsaften. Dafür müssen wir einmal dort das Schlachtfeld frei machen, damit der Entsafter Platz hat. Und ja, dann jagen wir eins nach dem anderen durch.
Gut, jetzt ist alles vorbereitet. Wir haben hier noch mal ein bisschen die Werbung abgeklebt. Ich möchte das Ding ja nicht als Werbesendung deklarieren. Deswegen, ja, jetzt übernehme ich die Kamera und meine Herzdame Anna macht jetzt weiter. Und los geht's. Das Rot ist alles, was von den Tomaten übrig geblieben ist. Ein bisschen hängt da noch am Rand. Gut, jetzt sind die Äpfel dran. Es werden immer weniger, Saft immer mehr. Knoblauch und Ingwer zwischendurch. Wir warten nur noch Gurke und rote Beete auf den Einsatz. Okay, Gurke ist schon dran. Ja, den Knoblauch ist richtig gut. Lecker, ich freue mich schon. Das ist so gesund, was wir hier machen. So, rote Beete ist dran. Jetzt gibt's Farbe. Na, ja, die Menge ist aber echt top, wa? Alles für den Kompost. Und das letzte Stück ist drin. Gut, jetzt sind wir fertig und jetzt können wir das Ding verkösten. Könnt ihr euch erinnern, die Schüssel war voll und das ist jetzt alles, was übrig ist. Tresta schimpft sich das Ganze und ja, wie sich das anfühlt, das ist recht trocken tatsächlich, minimal feucht, könnte man sagen. Das ist jetzt alles, was wir entsaftet haben und wir wollen gar nicht so lange warten, das wird jetzt getrunken. Gut, wie ihr sehen könnt, habe ich die Rezeptliste nochmal ergänzt um Öl. Denn das haben wir vergessen. Und zwar haben wir hier jetzt schon mal einen kleinen Teelöffel Öl mit reingetan. In unserem Fall Sonnenblumenöl. Beim letzten Mal haben wir Olivenöl benutzt. Und letztendlich könnt ihr das Öl benutzen, was euch am meisten beliebt. Respekt. Ich hätte gekleckert. Ganz wichtig, das natürlich gleich zu trinken und nicht zu lange zu warten. Jetzt haben wir mit den Aufnahmen hier natürlich ein bisschen Zeit verstreichen lassen und deswegen wollten wir gar nicht länger warten mit dem Trinken. So lecker schaut das jetzt aus. Kann direkt wieder ohne Wand stehen. Hammer lecker. Man schmeckt, wie gesund das ist, ne? Unglaublich. Zum Thema Öl noch. Das Ganze hat ja jede Menge Vitamine. Die einen Vitamine sind wasserlöslich, die anderen sind fettlöslich. Deswegen haben wir einen halben Teelöffel Öl mit reingemacht, damit der Körper letztendlich die Vitamine, in diesem Fall ist es E, D, K und A, besser aufnehmen kann. Zum Thema Knoblauch und Ingwer noch. Wer den Knoblauchgeruch nicht mag, mit Ingwer ist das super. Der neutralisiert das Ganze. Ihr müsst das Ganze nur 1:1 einbringen. Das Ganze versteht sich auch bei Gerichten, beim Essen.
Da könnt ihr es ganz genauso machen, chinesisch, wie auch immer, wo das reinpasst. Wir werden jetzt noch sauber machen und dann haben wir noch was zu naschen. Ich finde ein tolles Rezept zum Nachmachen. Ihr könnt ja variieren, auch von den Mengen. Ich habe ja keine Angaben gemacht. Ich hoffe, die Folge hat euch bereichert und gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars. Tschüss.